Am 8.06.2023 gegen 21.30 Uhr wurden das Tankdurchfahrzeug 1 und ein Funkstreifenkraftwagen zu einem Brand eines Sonnenschirms des Eislabors in der Friedrichstraße alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei schrieb eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.